Noch ein paar Worte zum Komfort des Fahrzeugs. Ich bin jetzt nahezu 10.000 Kilometer mit dem Vorgängermodell mit 40 Kilowattstunden Akku gefahren. Dieses Modell war in der Ausstattung N-Connector mit LED und Winterpaket. Jetzt der 62 kW Leaf E-Plus hat die Ausstattung 3.0. Das ist ein Vorserienmodell, das es in der Vorbestell- oder Frühbestellaktion gab. Die Ausstattung ist sehr, sehr schön. Was mich sehr begeistert, sind die Sitze. Die Sitze sind meiner Meinung nach deutlich besser geworden wie beim Vorgängermodell. Sie bieten mehr Halt, sie sind straffer, fester. Auch im Kurvenbereich hat man eine bessere Haltung. Was ich sehr bedauerlich finde, sehr schade, ist, dass es nach wie vor noch keine Lordosenstütze gibt in den Sitzen. Das ist was, was ich eigentlich in der oberen Klasse sehr genieße, muss ich sagen. Lordosenstütze wäre ein Punkt, was man vielleicht für die nächste Generation mit aufnehmen sollte bei Nissan.